die Missachtung des Feiertages. Ich, guck mal, beim Kriyas Yatmijam, ich werde keinen Analogieschluss machen, den letzten Unterricht habt ihr ja mitbekommen. Wir missachten heute den Feiertag. Sie haben damals den Feiertag missachtet, heute missachten wir den Feiertag. Ja? Und es gibt im Koran eine sehr wichtige Sure, nämlich die Sure El-Jum'a. Jum'a-Sure. Ist 1,5 Seiten lang. Dort steht auch geschrieben, Ya ayyuhallazina amanu, wenn euch Freitag zum Gebet gerufen wird, dann geht zum Gebet. Am Anfang der Sure wird über die Juden berichtet. Im zweiten Teil wird über die Muslime berichtet. Der Herabsendungsgrund ist klar. Wenn ihr den Fehler macht wie sie, wird euch der gleiche Fehler entstehen. Sie haben den Sabbat missachtet und wir haben den Freitag missachtet. Haben wir den Freitag missachtet? Guck mal, ich gehe noch tiefer ins Kern. Als unser Prophet alayhi salatu Freitag die Hutbe verlesen hat, Jumagunü Peygamber Hutbe okuyor. Wer hört ihm zu? Sahabe, ne? Der Ort ist Medina. Die Sahabe hören ihm zu. Jumah. Plötzlich passiert etwas ganz Besonderes. Die Karawane kommt, Kervan geliyor. Was heißt Kervan? Ja, eine Tijaret. Der Handel kommt nach Medina. Geld kommt nach Medina. Wisst ihr, was in dieser Moschee passiert? Alle verlassen die Moschee. Die ganzen Sahabe verlassen die Moschee. Wisst ihr, wie viel noch übrig bleiben? Kennt jemand die Anzahl? 12. Außer 12 Sahabe, in den Tafsir-Büchern stehen die Namen drin, verlassen alle Sahabe die Moschee. Der Prophet liest die Hutbah und laufen zur Karawane. Und daraufhin sagt der Prophet, wäre einer noch gegangen von diesen 12, wäre der Fluch Allahs über Medina gekommen. Das sind Sahabes. Und sie haben mit 12 Leuten das Freitagsgebet verrichtet. Deswegen, Azad, ist es in der malikitischen Rechtsschule die Bedingung, mit 12 Leuten das Freitagsgebet zu verrichten. Nach der hanefitischen sind es 3 Bedingungen. Nach der schafitischen und hanbelitischen sind 40 Leute. Und deswegen, nach dieser Aktion, ist es bei der malikitischen Rechtsschule 12 Leute als Bedingung für das Freitagsgebet. Aber was jetzt, wirklich ist das gerade nicht interessant hier. Interessant ist die Missachtung des Feiertages. Die anderen haben den Sabbat missachtet und dann kommt diese Sache mit dem Freitag. Und heute, wir fortgebildeten Muslime, wo wir denken, wir sind besser als die Sahabes, wir haben den Freitag in der Türkei komplett als Feiertag abgeschafft. Eine missachtende Boschwerk, dass du den nicht achtest, einen Respekt zeigst du nicht, du hast den komplett abgeschaltet. Wenn das kein Fluch ist, wenn das kein Verrat ist, gibt es kein Verrat.